Welcome to the first ever Let's Play and Learn German. A Let's Play specifically made for German learners. The most effective way to learn a language, according to Professor Stephen Krashen, a linguist, my experience and the experience of many, many others, the most effective way is to get comprehensible input. Meaning you understand 50 to 80% of what I say in German. So sit back, relax, and let's slay some dragons. Neues Spiel starten? Ja. Can you dig it? I said, can you dig it? Bethesda Game Studios präsentiert. Oh, die Kopfschmerzen. Ich sitze hier in einem Wagen. The Elder Scrolls 5. Skyrim. Ja, ich sitze hier in einem Wagen und hier sind drei Männer mit mir. Auf diesem Wagen. Hier ist der Reiter. Da vorne ist noch ein Wagen. Hey, ihr da. Endlich seid ihr wach. Hallo. Ihr wolltet die Grenze überqueren, richtig? Seid genau in den Hinterhalt der Kaiserlichen geraten. Genau wie wir. Und wie dieser Dieb da drüben. Dieb. Verdammt sollt ihr Sturmmäntel sein. In Himmelsrand war alles in bester Ordnung, bis ihr gekommen seid. Das Kaiserreich hat uns in Ruhe gelassen. Hätten sie nicht nach euch gesucht, hätte ich das Pferd stehlen können und wäre jetzt schon auf halbem Weg nach Hammerfell. Ihr da, ihr und ich, wir sollten nicht hier sein. Es sind diese Sturmmäntel, hinter denen das Kaiserreich her ist. Wir sind jetzt alle Brüder und Schwestern in den Fesseln, die... Ruhe da hinten! Und was stimmt mit dem nicht? Passt auf, was ihr sagt. Ihr sprecht mit Ulfric Sturmmantel, dem wahren Großkönig. Ulfric? Der Jarl von Windhelm? Ihr seid der Anführer der Rebellion. Aber wenn sie ihn gefangen haben, bei den Göttern, wohin bringen sie uns? Ich weiß nicht, wohin wir gehen werden. Aber Sovngarde erwartet uns. Nein, das kann nicht wahr sein. Das kann einfach nicht wahr sein. Hey, aus welchem Dorf stammt ihr, Pferdedieb? Was interessiert euch das? Weil die letzten Gedanken eines Nord seinem Zuhause gelten sollten. Rorikstadt. Ich komme aus Rorikstadt. General Tullius, der Scharfrichter wartet. Gut, bringen wir es hinter uns. Schor, Mara, Dibella, Kynaret, Akatosh, ihr Göttlichen, bitte helft mir. Seht nur, General Tullius, der Militärbefehlshaber. Und es sieht so aus, als seien die Talmor bei ihm. Verdammte Elfen. Ich wette, sie hatten dabei ihre Hand im Spiel. Das ist Helgen. Ich habe mal für ein Mädchen von hier geschwärmt. Obwohl Wilot immer noch seinen Wacholderbeerenmet braut. Komisch. Als ich noch klein war, habe ich mich hinter den Mauern und Türmen der Kaiserlichen so sicher gefühlt. Ja, Papa. Warum halten wir an? Was glaubt ihr denn? Hier ist Schluss. Oh nein, die wollen mich umbringen. Los geht's. Wir sollten den Himmel nicht warten lassen. Nein, wartet! Wir sind keine Rebellen! Stellt euch eurem Tod mit etwas Mut, Dieb. Ihr müsst es ihnen sagen. Wir gehörten nicht zu euch. Das ist ein Irrtum. Einer nach dem anderen. Das Kaiserreich liebt seine verdammten Listen. Ulfric Sturmmantel, Jarl von Windhelm.
Es war eine Ehre, Jarl Ulfric. Ralof von Flusswald. Lokir von Rorikstad. Nein, ich bin kein Rebell. Das könnt ihr nicht tun. Halt! Ihr Nein! Bogen schützen! Will sonst noch jemand fliehen? Ich nicht. Ihr da, tretet vor. Wer seid ihr? Wer bin ich? Ich bin ein Nord, denn die anderen... Die anderen sehen alle irgendwie hässlich aus. Uah, die sehen voll hässlich aus. Höchstens noch ein Bretone. Seinen schnellen und scharfsinnigen Verständnis der Zauberkunst. Rühmen sich die einfachsten Bedrohungen von Hochfels ihres Widerstands gegen Magie. Bretonen können hier die Kraft Drachenhaut einsetzen, um Zauber zu absorbieren. Sind sehr gut gegen Magie. Aber ich glaube, ich nehme ein Nord. Einfach nur, weil ihr so badass aussehen. Die Bürger von Himmelsrand sind große, blonde Menschen. Ja, sieht man. Also, hier ist er blond. Die Nords sind stark, zäh und für ihre Kälte, Unempfindlichkeit und ihr Kriegstalent bekannt. Mit einem Kampfschrei schlagen sie ihre Gegner in die Flucht. Das gefällt mir. Gerade stark und zäh sieht man auch an den Muskeln. So, wie sieht mein Körper aus? Ich bleib mal ein Mann. Ich könnte auch eine Frau sein, aber ich nehme mal eher einen Mann. Vorgaben. Erstmal das. Hautfarbe, ein kleines bisschen dunkler. Meine Hautfarbe ist ein kleines bisschen nicht ganz so dunkel, aber das sieht gar nicht mehr natürlich aus. Aber gut. So. So. Gewicht. Ja. Ja, hier, das ist sehr mager. Das ist sehr mager. Aber ich habe Muskeln. Der Kopf. Ich mache mal den Kopf. Gesichtsfarbe. Gesichtsfarbe ist so. Schmutz. Ein bisschen Schmutz. Schmutzfarben. So. Narben. Das ist eine Narbe. Ja. Ich möchte aber, glaube ich, keine Narben. Kriegsbemalung. Kriegsbemalung brauche ich auch nicht. Farbe der Bemalung ist ja nicht mehr wichtig. Gesicht. Nase. Was habe ich denn für eine Nase? Ja. Alles hässliche Nasen. So, Nasenhöhe. So ist schon okay. Die Nasenlänge. Das sieht man gar nicht. Man sieht gar keine Änderung. Kieferbreite. Ja, ich habe einen breiten Kiefer. Kieferhöhe. Nein, mein Kiefer ist nicht sehr hoch. Nee, andersrum. Mein Kiefer ist höher. Vorstand. Knochenhöhle. Lernte man ja ganz schön viel Anatomie hier. Wangenknochenbreite brauche ich nicht. Wangenfarbe brauche ich nicht. Nachfalten brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Augenform. Was haben wir denn für Augen? Oh. Die sind ja ganz komisch aus. Ganz komisch. Okay. Nehmen wir einfach mal das hier. Augenfarbe. Zwei blaue Augen. Augenhöhe. Augenhöhe, das war schon gut. Diese Augenhöhe.
Augenbreite. Augentiefe. So, Lidschatten. Ach, das brauchen wir auch nicht unbedingt. Na doch. Brauer. Was ist die Brauer? Wollen wir ihn so richtig, richtig dicke Braun verpassen? Ja, wir geben ihn mal diese Braun, oder? Diese Braun. Braunhöhe. Könnte schon ein bisschen höher sein. Breite. Ja. Kleines, ja, so. Braunlänge. Bisschen länger. Oder? Ja, so ist gut. Der Mund. Machen wir mal einen tollen Mund. So. Ach, das sieht freundlich aus. Vielleicht soll der gar nicht so freundlich sein. So. Machen wir mal diesen Mund. So. Mundverstand. Kinnbreite. Kinnlänge. Uah, das ist ein langes Kinn. Machen wir mal ein kurzes Kinn. So, Kinnvorstand auch nicht. Lippenfarbe. Sehr seltsam. So. Das sind seine Lippen. Seine Haare. Genau, meine Haare. Die sind am wichtigsten. Genau, so kurzes. Na. Wir machen mal entweder dieses Haar oder ich möchte gerne so zerzaust. Ah, das ist gut. Ich glaube, das hier. Naja, wir nehmen nicht das, sondern das. Bart. Ah. Was nehmen wir denn für einen Bart? Oh. Das ist ja ganz schön krasse Bärte. Bart. Ich nehme als Bart jetzt mal einfach. Na? Ich kann mich nicht entscheiden. Der Bart ist. Dieser. Haarfarbe. Ganz wichtig. Haarfarbe ist schwarz. So, das wär's erstmal. Das war's. Ja, beenden. Marker. Ihr habt euch eine schlechte Zeit ausgesucht, um nach Himmelsrand heimzukehren, Stammesgenosse. Hauptmann, was sollen wir tun? Er steht nicht auf der Liste. Vergesst die Liste. Er geht zum Block. Was? Nein. Ihr befehlt, nein. Hauptmann. Es tut mir leid. Wenigstens sterbt ihr hier, in eurem Heimatland. Ich will nicht sterben. Folgt dem Hauptmann, Gefangener. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nein. Die wollen mich umbringen. Ulfric Sturmmantel. Manche hier in Helgen nennen euch einen Helden. Aber ein Held setzt nicht eine Macht wie die Stimme ein, um seinen König zu ermorden und sich auf dessen Thron zu setzen. Ihr habt diesen Krieg angefangen, Himmelsrand ins Chaos gestürzt. Und nun wird das Kaiserreich euch richten und den Frieden wiederherstellen. Was war das? Was war das? Es ist nichts. Weitermachen. Ja, General Tullius. Gebt ihnen ihre Sterbesakramente.
Möge der Segen der acht Göttlichen auf euch ruhen, während wir eure Seelen Etherius übergeben. Um Talos Willen schweigt und bringen wir die Sache hinter uns. Wie ihr wünscht. Kommt, ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit. Boah, das wird jetzt grausig. Meine Ahnen lächeln auf mich herab, Kaiserliche. Könnt ihr das auch sagen? Nein, 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 nein. Kaiserlichen Dreckskerle! Gerechtigkeit! Tod den Sturmmänteln! Im Tode so furchtlos, wie er im Leben war. Zalumter Nord, ihr seid dran. Nein, ich. Nein, ich möchte nicht. Ich möchte nicht. Da ist es wieder. Habt ihr das gehört? Ja, wir können nicht weitermachen. Ich habe gesagt, nächster Gefangener. Ah, Scheiße. Zum Block, Gefangener. Schön weitergehen. Ich möchte nicht sterben. Nein. Nein, nein. Nein. Ach, nee. Ade, du schöne Welt. Ein Drache! Wachposten, was habt ihr gesehen? Ich bin den Wolken! Hallo. Ein Drache? Wie ist das möglich? Im nächsten Video.